So, wir müssen aufpassen jetzt. Ne, das war hier nicht. Im nächsten Raum, wo auch vier sind, da sind die Geiseln, das weiß ich schon. Aber da waren sie bei mir schon länger, schon lange tot. Sie sind schon tot gewesen, bevor ich gekommen bin. Okay. Also, wir können uns an denen vorbeischleichen, das weiß ich. Nur ich muss nur darauf achten, wie ich zu dem Punkt komme. Oder war es auch im anderen Raum? Bin mir gerade nämlich nicht mehr so sicher. So. Ja, man hat EP bekommen. Reisen nach 100. Also nach sowas will ich immer Ausschau halten, auch wenn man alle abgeknallt hat. Weil die Erfahrung kriegt man trotzdem. Geht's noch her? Nee. So, jetzt immer über ihn. Oh, sie leben noch, wie geil ist das denn? So. Wir wollen natürlich auch, dass sie am Leben bleiben. Was ich auch getan habe, es tut mir leid. Tun Sie doch was! Was soll ich tun? Holen Sie uns hier raus! Ey, ich speicher mal ab. Also wenn die jetzt hochgehen, lade ich neu. Das sage ich euch jetzt schon mal. Okay, da müssen wir... Ne, von hier starten wir. Ja, labert mich mal nicht so dermaßen zu. Okay, wir wurden noch nicht entdeckt. Da ist unser... Okay, das wird ein bisschen schwerer. Okay, wir wurden entdeckt. Noch ist aber nichts vorbei. Zugriff gewährt. Automatische Streubombe deaktiviert. Countdown beendet. Schönen Tag. Oh. Richard, sagen Sie Seraph, dass ich die Geiseln gefunden habe. Heißt das, ich überbringe gute Nachrichten? Sie sind in Sicherheit und bleiben erstmal, wo Sie sind. Das Mord kann Sie evakuieren, sobald ich den Prototyp habe. Ich sage es Seraph. Aber es sollte nicht zu lange dauern. Ah, sehr gut. Letztes Mal sind sie nicht draufgegangen. Oh. Habe ich jetzt schon fünfmal gesagt mindestens. Stecken Sie das weg, Mann. Vorsicht, sonst verletzt du noch jemanden. Hey, 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 stecken Sie das weg. Ah, hört mal auf zu heulen, ihr Weichkekse. So. Könnte jetzt eigentlich, glaube ich, theoretisch weiterkommen. Weitergehen, komm. Ach.
Wenn ihr wisst, wie ich die Betäubungspfeile schießen kann oder ob die denn lautlos sind, dann könnt ihr mir das gerne in den Comments schreiben, wenn das hier jemand sieht. So, ich will die aber doch irgendwie ausschalten. Ich versuch's erstmal bei dem da. Verdammt nochmal, was suche ich hier überhaupt? Keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder nicht. Okay. Naja, ich habe auch kein Problem, euch abzuknallen. Du wirst sterben! Ja, Scharfschütze. Da lachen und bekloppen. Ah, so genau treffe ich noch nicht. Ey, der lebt nur noch. Boah. Gefällt dir das? Nimm das! Okay, er ist da oben. Gefällt dir das? Ja, den Kopf getroffen. So. Alles genommen. So viel zum Stealth. Okay, hat da noch nichts. Hat der nicht die Waffe? Ja. Hätte ich jetzt auch den Code bekommen für die Bombe. Habe ich alles genommen, ja. Was ja an dem Spiel auch mag, ja, ist, dass man die Waffen der Gegner nehmen kann. Ihr lebt noch und ihr seid sicher so. So, weiter geht's. Oh, ah ja. Hier ist noch was. Hier sind die Sicherheitskameras da, die links oben. Wenn die mich entdecken, dann kommen alle Leute in der Umgebung auch zu mir. Und auf sie schießen soll man auch nicht laut dem Tutorial hinweisen.
So, oh, jetzt hat er mich. Achtung, jetzt kommt der Typ. Müsste jetzt eigentlich herkommen. Okay, doch nicht. War wohl nicht lang genug in sein Blickfeld. Ich weiß nicht, ob jetzt hier zwei waren oder noch weitere zwei oder drei. Ich hab's jetzt vergessen, egal. Eigentlich müsste mich ja sehen, wenn ich hier so lang husche. Cool. Ah, ich habe die ganze Zeit eins gedrückt. Ich muss also, wenn ich ihn jetzt ausschalten will, ohne ihn, muss ich jetzt warten, bis meine Energie wieder aufgeladen ist. Die Polizei äußert sich bisher kaum zur Lage, aber meinen Quellen zufolge hat eine militante Gruppe pro-humaner Aktivisten eine Fabrik von Seraph Industries überfallen. Die Arbeiter wurden als Geiseln genommen. Die ganze Stadt hält kollektiv den Atem an. Ich muss wohl niemanden daran erinnern, dass das bereits der zweite Angriff auf das Biotechnologieunternehmen. Und bam! Fragen sich nun viele, ob hier nicht etwas völlig anderes vor sich geht. Verbirgt David Seraph etwas für uns? So viel für heute Abend. Haben wir jetzt keine. Ja. Auf Munitionierung. Zieh da jetzt ran, Alter. Gelsen hat eine neue Lieferung reingekriegt. Du brauchst alles von vor oder nach der Tour heute Nacht. Waffenmunition, Upgrades, rede mit ihm. Verlasse die Tankstelle an der zweiten Station. Okay. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Ja, Motor City Detroit. So ist ja auch ein guter Zeitpunkt, mal hier zu speichern.